Hi! Heute ist Premiere übrigens. Heute zeige ich euch mein erstes Outfit of the Day, weil ein paar danach gefragt hatten, da ich sowas nie mache. Und jetzt dachte ich, jetzt mache ich das einfach für euch. Und vielleicht kurzer Einblick auf das heutige Make-up. Heute sieht es so aus: blaue Smoky Eyes, Silber, Blau übrigens mit der Sleek Bad Girl Palette. Ja, kleiner Eyeliner-Strich, ansonsten nix. Und von Essence der Silky Touch Blush in diesem orangefarbenen, so wie man sehen kann, Ton. Ein bisschen Bronzer, der Bahama Mama Bronzer. Und ansonsten Foundation teste ich gerade, das ist die Photo Finish Foundation von Catrice. Ja. Übrigens neue Haarfarbe. Ich hatte das ja schon auf Twitter mal angekündigt und auf Facebook logischerweise dann auch. Wer es übrigens noch nicht weiß, der schaue bitte unten in die Infobox. Dort stehen die Links für Twitter und Facebook, wenn ihr wollt, wenn du magst. Kannst du mich da anklicken, dann können wir so ein bisschen so intern quatschen, so, weißt du. Und ja, jetzt zum eigentlichen Thema. Oh ja, die Möpse kommt schon raus. Entschuldigung. Also heute geht es zum Outfit of the Day. Bevor ich irgendwas mache, solltet ihr ringsrum hier Chaos sehen. Alles von meinem Freund, das ist nicht von mir. Wir gehen gleich essen und deswegen müssen wir ein bisschen beschleunigen jetzt. Also, ich trage heute, nur ein bisschen zurechtzuppeln, bevor ich mich euch präsentiere, eine, wie man schon sehen kann, weiße Bluse. Die ist von H&M. Die hat hier so ein gerafftes Muster hier vorne, hat eine Knopfleiste nach unten hin. Und ich sehe gerade, ich habe Schultern wie ein Brett. Ja, nein. Und unten drunter trage ich ein ganz normales Basic-T-Shirt in Weiß, auch von H&M, für knapp 7 Euro. Dann, bevor ich nach hinten gehe, stelle ich schon ein bisschen runter. Sonst seht ihr das nämlich gar nicht. Das ist ja alles so fremd hier. ja, also ich hoffe, man kann das sehen. Das ist eine längere Bluse. Das gefällt mir übrigens ganz gut so. Und ja, geht bis hier. Dann trage ich so eine schöne hellblaue Jeans, auch von H&M für 20 Euro. Aufgerundet, irgendwie sowas. Und darauf trage ich weiße Ballerinas aus dem Gleichgewichtsstörung übrigens. Wie heißt denn der Scheißladen, ey? Deichmann für 16,95 € oder so. Die sehen, kann ich dir mal zeigen, ey. Also wenn du jetzt was riechen könntest, würdest du jetzt umfallen. Nee, Quatsch, Spaß. Die sind aus dem Deichmann, haben hier so eine kleine Satinstufe mit drin, sag ich mal. Dann hier vorne ganz typisch. Irre bequem, muss ich sagen, und das ironischerweise, weil die müsst ihr ein, zwei Mal tragen und lauft euch voll die Blasen, ey, bis sie die richtig passen. Oh, macht euch gleich die Pflaster rein. Dann wie gesagt, ja, so ein weißes T-Shirt drunter, weil die halt ein bisschen durchsichtig ist. Und oben drüber, weil das sonst einfach zu breit auseinander geht und ich aussehe wie ein Marshmallow, habe ich mir so einen Taillengürtel, so einen schönen dehnbaren übrigens, aus Tally Whale. Den habe ich mal, ich glaube, für 3 Euro oder so mitgenommen. Mitgehen lassen, wollte ich schon sagen. Mitgenommen. Das ist aber schon eine Weile her. Mit so einer riesen Schnalle. So was Kleineres würde zu diesem Outfit, glaube ich, gar nicht passen. Sollte da jetzt irgendeiner sagen, dass mir das da steht, ist das mir übrigens voll scheißegal. Ob mir das steht oder nicht, ich fühle mich wohl da drin. Das ist ganz toll. Ja, dann Accessoires-mäßig trage ich nicht viel. Ich denke, ich betone schon allein mein Augen-Make-up und so. Swarovski-Kettchen, wie immer. Hattet ihr auch schon mal nachgefragt, woher die kommen. Mein Ring von meinem Freund. Auf meinen Nägeln trage ich zwei Farben. Aus dem alten Catrice-Sortiment, den blauen. Ich glaube, der heißt It's Blue My Mind. Und dieser silberne hier, fragt mich jetzt nicht, wie der heißt. Keine Ahnung. Be My Millionaire. Be My Millionaire, glaube ich, ist das ja. Die zwei. Und ansonsten eigentlich gar nichts. Täschlein hole ich mir jetzt gleich. Das habe ich jetzt gar nicht da. Das liegt drüben, ist egal. Und ja. Sollte ich übrigens jetzt orange wieder kommen, das liegt definitiv an meinen Spots da oben. Ich habe eine Lampe im Schlafzimmer und ja, deshalb sieht das gerade aus, als ob ich im Solarium war, aber glaubt mir, ich bin nicht so hirnverbrannt und leg mich da drunter, dass meine Gehirn- und Hautzellen übrigens absterben, aber ist egal. Anderes Thema, ja, höchstens noch diese Ohrringe könnte man erwähnen. So Riesenklunker. Ich bin ja voll der. Okay, irgendwelche Musik ist da draußen. Ich bin ja übrigens voll der Bonze, falls ihr das noch nicht wisst.
glaube, meine Kitties machen jetzt voll die Party da draußen. Okay, jetzt beenden wir an dieser Stelle. Entschuldigung fürs Wackeln, ihr steht gerade auf dem Stapel DVDs, weil ich sonst hier nichts habe. An dieser Stelle beenden wir das Video, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch bitte, bitte ein Däumchen nach oben. Das freut mich immer so sehr. Und kurze Frage noch. Ich habe gesehen, was manche Videos so an Klicks bekommen von euch und was nicht. Und also gerade so Tags-Videos werden weniger angeguckt, im Gegensatz zu einem Haul-Video von mir. Das wird unendlich viel geguckt. Und so diese, sagt man es doch, Face-of-the-Day-Sachen. Wollt ihr das überhaupt sehen? Weil die haben auch sehr recht wenige Klicks. Schade eigentlich, weil ich mir so gedacht habe, morgens ist es immer ganz cool, das so aufzunehmen. Aber wenn euch das nervt, dann sagt mir das, dann lasse ich das einfach. Dann können wir uns andere schöne Ideen aussuchen, ne? So, das war auf jeden Fall mein erstes Outfit of the day mit neuer Haarfarbe. Sagt mir doch mal, ob mir das steht oder eher nicht. Meine Mami kriegt einen Burner-Anfall, wenn sie das sieht. Die hört mich sowas von hauen, ne? Aber egal, ist egal. Okay. Also dann, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ich freue mich auf euch. Ciao!